Dieses Phänomen auf dem Mond ist wirklich äußerst mysteriös. Immer wieder mal flackern rätselhafte Lichterscheinungen und kurze Lichtblitze an der Mondoberfläche auf, und zwar mehrmals in der Woche, und das seit Jahrzehnten. Forschungsteams weltweit haben keine Ahnung, was es damit auf sich haben könnte. Ein Forschungsteam aus Würzburg hat jetzt ein neues Teleskop an den Start gebracht, um dieses Phänomen endlich aufzuklären. Klick zum Science and Fiction, hier gibt es täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. 1, 2, 3. Die mysteriösen Leuchtphänomene auf dem Mond rauben Astronomieteams weltweit den Schlaf. Und das schon seit den 1950er Jahren, als man sie das erste Mal beobachtet hatte. Doch auch heute noch gibt es keine eindeutige Erklärung, da langfristige und systematische Beobachtungen fehlen. Dafür unglaublich viele Spekulationen. Werden diese Leuchterscheinungen etwa ausgelöst durch lunare Meteoriteneinschläge? Ein kurzzeitiges Aufleuchten könnte durchaus durch den Aufprall eines Meteors verursacht werden. Oder stecken etwa Wechselwirkungen des Sonnenwindes mit dem Mondregolith dahinter? Schließlich reagieren die elektrisch geladenen Teilchen des Sonnenwindes mit den Mondstaubpartikeln. Der Raumfahrttechniker Hakan Kayal von der Universität Würzburg hat noch eine weitere mögliche Erklärung am Start. Auf dem Mond wurden auch seismische Aktivitäten beobachtet. Bei Bewegungen der Oberfläche könnten aus dem Mondinneren Gase austreten, die das Sonnenlicht reflektieren. Das würde die Leuchterscheinung erklären, die teils über Stunden anhalten. Hakan Kayal ist eifrig bei der Suche und höchst motiviert. Und so hat er zusammen mit seinem Team ein eigenes Mondteleskop gebaut und im April in einem privaten Observatorium in Spanien in Betrieb genommen. Hier sind die Wetterbedingungen um Längen besser als in Deutschland, um den Mond ins Visier zu nehmen. Für die Experten und Expertinnen ist die große Entfernung von Würzburg nach Spanien aber kein Problem, denn das Teleskop wird aus Würzburg ferngesteuert. Insgesamt 2 Kameras haben den Mond fortlaufend im Blick. Wenn beide ein Leuchten registrieren, werden Fotos und Videos gemacht. Das ist ja inzwischen so möglich, dass auch im Nachhinein ab dem Moment vor dem Ereignis eine Aufnahme abgespeichert werden kann. Diese werden dann nach Würzburg geschickt, um von den Fachleuten ausgewertet zu werden. Wenn diese dann feststellen, dass tatsächlich eine Leuchterscheinung dokumentiert werden konnte, werden die entsprechenden Daten mit Daten der Europäischen Raumfahrtagentur ESA verglichen. Wenn auch dort entsprechende Phänomene registriert werden konnten, soll dahingehend weitere intensive Forschung betrieben werden. Derzeit ist das Teleskop aus Würzburg durch alles, was so zwischen dem Mond und dem Teleskop passiert, noch etwas fehleranfällig, aber genau daran wird gearbeitet. Der Plan sieht vor, künstliche Intelligenz zu nutzen. So könnte das System selbst lernen, Unterscheidungen zu treffen, und zwar zwischen wichtigen Ereignissen wie eben den Mondblitzen und unwichtigen Ereignissen wie beispielsweise dem Vorbeiflug eines Vogels an der Kamera. Schon im kommenden Jahr sollen neuronale Netzwerke diese Arbeit übernehmen. Langfristig gesehen hat das Team um Kayal aber noch größere Ziele. Das System soll schon bald auf einer Satellitenmission eingesetzt werden. Die Kameras könnten dann ohne die Störung, die sich durch die Atmosphäre ergeben, im störungsfreien Weltraum arbeiten. Vor allem im Hinblick auf zukünftige bemannte Mondmissionen ist die Klärung dieses lunaren Rätsels wirklich erstrebenswert. Dazu Hakan Kayal. Wer irgendwann eine Mondbasis bauen will, muss die Gegebenheiten vor Ort natürlich bestens kennen. Und nicht nur das US-amerikanische Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk, sondern beispielsweise auch China sehen den Mond als einen möglichen neuen Lebensraum für uns Menschen. Somit ist auch die Rückkehr von Astronauten und Astronautinnen zum Mond fest geplant. Bereits im Jahr 2024 soll ja eine bemannte US-Raumsonde auf dem Mond landen. Aber ob das alles so hinhaut, da gibt es ja Zweifel. Aber auch die ESA möchte eine Mondbasis errichten, und auch Indien zeigt großes Interesse, wenn auch zunächst nur mit unbemannten Sonden. Der Wettlauf zum Mond hat also längst begonnen. Warum die Mondlandung kein Fake war, anklicken, anschauen und tun Tim von Astrocomics TV einen dicken Gefallen. Abonniert seinen Kanal heute. Er braucht nur noch ein paar Abos bis 10.000. Also ich denke, er wird sich tierisch über die Überraschung freuen. Bis dann. Bleibt dran.